Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck luden heute in das Kundencenter in der Saalstraße ein. Hintergrund ist der alljährliche Tag der Daseinsvorsorge, an dem kommunale Unternehmen deutschlandweit unter anderem ihre Pläne zum Ausbau von Energie- und Wärmeinfrastruktur vorstellen. Auch in Jena haben die Verantwortlichen der Stadtwerke-Gruppe zur Ausgestaltung der Wärme- und Energiewende bis 2035 verschiedene Konzepte erarbeitet. Wir haben die Wärmenetzstrategie für die Stadt Jena entwickelt. Wir arbeiten an einer Zielnetzplanung Strom. Wir arbeiten daran, wie unser Netz für die Transformation für den Wasserstoff vorzubereiten. All das zusammen sind Elemente, die in einer zukünftigen kommunalen Wärmeplanung die Basis sind, die dort eine Rolle spielen werden. Und da sind wir als Stadtwerke Jena-Gruppe natürlich bereit, diese Dinge gemeinsam mit der Kommune anzugehen. Der Ausbau der verschiedenen Energiefelder für die Wärmewende spielt dabei eine große Rolle. So sollen die Erdgasleitungen zu einem Verteilernetz für Grünwasserstoff umgebaut werden. Es ist auch geplant, die Stromversorgung durch den steigenden Bedarf intelligent zu steuern, um so das Energiepotenzial der Stadt effizienter nutzen zu können. Außerdem soll die Fernwärmeerzeugung, die aktuell zu 98% aus der Verbrennung von Erdgas besteht, bis 2040 mit erneuerbaren Energien klimaneutral funktionieren. Parallel dazu muss das Fernwärmenetz weiter ausgebaut und mehr Anschlüsse gelegt werden. Momentan wird an der Realisierung der Maßnahmen gearbeitet. Wichtig ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um dort sozusagen die Maßnahmen auch wirklich dann umsetzen zu können. Das heißt, das sind Dinge wie die Bereitstellung von Flächen, das sind Maßnahmen, um die Akzeptanz für neue Technologien zu fördern. Das ist aber ganz, ganz wichtig, auch das Thema Bereitstellung von Fördermitteln, denn die Transformation wird Geld kosten. Es müssen Investitionen getätigt werden und das können wir als Stadtwerk nicht alleine stemmen, sondern da sind wir angewiesen auf ein passendes Förderregime. Zu den Gesamtkosten der geplanten Wärme- und Energiewende konnten die Verantwortlichen der Stadtwerke heute keine Angaben machen. Die momentan große Verunsicherung ihrer Kunden bezüglich der Wärmewende, aber vor allem auch wegen des möglichen Heizungsgesetzes der Bundesregierung, nehmen die Stadtwerke ernst, auch wenn nach Angaben der Unternehmenssprecherin kein Grund zur Besorgnis besteht.